Bleib kurz vor ihm stehen. Das ist Oh, Standortwechsel. Wo sind wir denn jetzt? Ach, ja. Das ist... Oh. Da sehen wir... Also man kann ja sagen, Scheiße, was ich will, was man will, aber doch besser. So ein bisschen. Omae tachi wa isshun taritomo ki o nuicha dame deshi. Hoshokusha no mae de wa ne. Koitsu wa chigen ga chigai sugiru. Natürlich. Ob ich aufgeben würde. Wir haben schon mal gegen Orochimaru verloren. Hält mich das auf? Gegenteil, ich fange gleich mal mit dem Jutsu an. Läuft. Also ich muss sagen, das Spiel macht riesig Spaß gerade. Echt. Muss ich echt sagen. Also macht es richtig. Das war übrigens Itachi. Was? Was? Okay. Wieso hat er plötzlich die Technik von Shimabu? Das Schwert? Das ist ja geil. Da hat er einfach mal die Technik von Orochimaru. Und auch die Waffe. Wie geil ist das denn? Geile Kiste, echt. Das war cool. Also stellen wir fest, ich komme mit Sasuke besser klar als mit Naruto. Das wissen wir nicht, Sasuke. Und er ist fieser, fieser Shinobi. Richtig fies. Ja, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich mit Sasuke durch, oder? Ist Orochimaru nicht der Boss für Sasuke? Hass treibt den Mörder. Okay, Sasuke hat also mehr Kämpfe als Naruto, das finde ich erstaunlich. Das ist richtig. Das ist richtig. お前を殺すことで俺は生を実感できる。相手になってやるぜ。なんだ、お前も死にたいのか。ガラ aus der Wüste. Oh, das ging jetzt erstaunlich fix.
Die Musik ist übrigens eine andere als in der Serie. Also wir wissen schon mal, Sasuke beherrscht sowohl Feuerversteck als auch Blitzversteck. Gaara benutzt übrigens aufgrund seiner seines PG-Gegenkreis auch ein spezielles Ninja-Werkzeug. Er kann nämlich seine Schuriken selber machen. Au! Auch nicht, dass die Schlange kann. Aber das macht das Spiel auch so interessant, dass du noch Sachen dazu lernen kannst. Und nochmal. Das ist aber diesmal Stufe 1. Alter! Das ging ja sehr schnell. Sorry, Temari, die wollte ich nicht schlagen. Ich habe einfach Temari geschlagen. Was ist da los? Alter, kannst du mal... Ich habe keinen Chakra. Mist. Hey! Daneben nicht! Gaara nimmt jetzt erstmal einen Bart. Super. Dare de Aroto. Wenn du mich so überhaupt war, Jerusalem. なぜだ俺が負けるはずがない。どうしたよそんなもんか。 Ich denke mal, dass ich die erst von Team zu Team abhaken werde. Und das war's mit Sasuke. なんだこの木。Sasuke! てめえ何一人でカッコつけてんだよ。Falls jemand Naruto nicht kennen sollte und es nicht wissen sollte, Sakura steht auf Sasuke. Nur mal so. Oh mein, ich bin bei Saretona. Nixi, mini, mach es jetzt, da,
いずれお前は獣医に飲み込まれる。でもまあ、お前なら大丈夫だよ、きっと。なんか悲しい。ウチハ・サスケ伝。Beendet. Jawohl. Zweite Saga beendet. Na, kommt jetzt noch eine dazu? Nein, jetzt kommen die Credits. Also nach jedem Mal kommen die Credits. Wie gesagt, ich überspringe sie nochmal. Wie gesagt, zum Schluss kann man sie sich ruhig mal geben. Aber ich finde, jetzt ist das doch ein bisschen früh. Bilder können die ruhig mal laufen lassen, weil hier sind ein paar mehr Bilder drin. Aber wie gesagt, ich möchte die Credits eigentlich erst am Ende, wirklich am Ende, wenn ich wirklich alle durch habe, erst durchlaufen lassen. Und nicht nach jedem einzelnen. Hm. Genau. Masashi Kishimoto. Genau. Der auch. Natürlich speichern. Jetzt kommt's. Geschichte von den und dem freigeschaltet. Nee, doch nicht. Okay. Gehen wir nochmal ins Geschäft. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Das ist ganz gut. Ah, schauen wir mal ohne Drio. Es scheint, dass es für jeden Preis wirklich nur einen gibt. Kann das sein? Noamaru lacht sich kaputt. Also wie gesagt, wenn ich da jetzt nicht alles spielen sollte, ist es nicht so schlimm. Oh! Ninja-Spezialwerkzeugen einmal ergänzt. Oh, eine Figur von Rock Lee. Rock Lee, blauer Blitz. Hier wird blauer Blitz. Das wusste ich doch. Das reicht jetzt. Natürlich speichern. Dass man ihn blauer Blitz nennt. Ich weiß, dass sein Lehrer Maito Gai als grüne Bestie von Konoha bekannt ist. Beziehungsweise er bezeichnet sich zu gerne selber als die grüne Bestie von Konoha. Also, wir haben Naruto durch und wir haben Sasuke durch. Da es zum Team passt, zu Team 7, würde ich jetzt tatsächlich die Kunoichi nehmen, Sakura Haruno. Es passt einfach, weil dann haben wir Team 7 komplett. Und die anderen gucken wir dann. Es passt aber einfach gerade so gut. Weil das sind mit die Hauptprotagonisten. Und die wollte ich ganz gerne, wenn dann als erstes abarbeiten. Ich weiß nicht, wie es ab dem zweiten Teil ist, ob sie das dann ein bisschen kompakter gemacht haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich das im Laufe der Serie geändert hat. Sakura, omae wa nimmu no saichuu mo Sasuke no koto bakari. Kakashi wirkt davon ein bisschen genervt. Omae ninja nameten no ka? Ha? Ore wo taosetara mitomete yaru. Taose nakattara akademii ni modotte morau zo. Koko de maketara Sasuke-kun to hanare banare ninatchu. Ich bin mal gespannt, wie beweglich sie ist. Also mit Sasuke kam ich schon mal besser klar als mit Naruto. Na, so sakki datsu na yo. Äh,
Also, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen mag, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Sakura sich besser bewegen muss als Sasuke und Naruto zusammen. Ich bin eine leichte Leiche. Hier, Guy. Guy ist der Helfer von Kakashi. Wobei sie gibt uns auch Bestie. Ja, was halt besser mit beiden. Mädchen haben übrigens grundsätzlich gegenüber den Jungs einen Vorteil. Nämlich die Chakra-Kontrolle. Grundsätzlich beherrschen die Mädels eine bessere Chakra-Kontrolle als die Jungs. Die Jungs müssen das erst wirklich lernen. Die Mädels scheinen irgendwie von Anfang an so ein gewisses, ja, ich sag mal, Talent zu haben, was die Chakra-Kontrolle angeht. Also die Mädels kriegen das von, soweit ich weiß, besser hin. Kriegen das besser hin als jetzt zum Beispiel Sasuke und Naruto. Sakura hat zum Beispiel eine Trainingseinheit als Richtung Bäume klettern. Das hat sie auf Anhieb hingekriegt. Die Jungs nicht. Also da hatte sie gegenüber den Jungs von Anfang an Vorteil. Alles klar! Ab zu den Sternen, Kakashi. Oder gegen den Baum. Ja! Alles klar. Das konnten wir den zweiten Mal auch schon. Konnten wir nicht hochklettern. Also so wie gerade eben. Mit den Füßen vorweg. Nicht so klettern, wie ihr dachtet, sondern so. Sakura Haruno. Yoku yatta. Das heißt, auf meinem Kanal gibt es jetzt zwei Sakuras. Einmal die Sakura aus Renegade und einmal Sakura Harun. Bringt auch gutes Geld. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Frau Specht. Man kann förmlich die Begeisterung bei Sakura sehen. Naruto, du bist so scheiße. Ich finde das geil. Sakura macht zwischen den normalen Naruto und dem Shippuden einen richtigen Sprung. Aber was für ein Sprung, Mann. Am Anfang der ersten Serie wird sie immer noch so ein bisschen schwächer, sag ich mal so. Sie kämpft auch kaum. Das einzige Mal, wo sie wirklich kämpft, ist glaube ich bei der Schul- und Ausrollprüfung. Aber sie kämpft nicht so aktiv. Das ändert sich in Shippuden rapide. Also da wird sie ordentlich mit. Vor allem, da sie auch trainiert wurde. In der Zwischenzeit und zwar nicht von Kakashi. Ja genau, schub sie weg. Wie sonst immer. Unverschämtheit, man schlägt keine Frau. So. Man schubst sie auch nicht. Mit dem Fuß. Erstmal fett. Oh. Gehen wir?
Also das Genjutsu, das ich gerade eben durchgeführt habe, gehört eigentlich gar nicht zu ihm. Eigentlich führt in der Serie jemand anderes dieses Genjutsu. Und zwar genau in der Form. Das ist, glaube ich, in einem Filler passiert. Also in einer Folge, die nichts mit dem Manga zu tun hat. Aber dennoch eine Serie gezeigt wurde. So macht man das. Und Frau auch. Du bist ja Bescheid. Naruto, daijoubu? Mou, mucha suru kara yo. Sakura-chan. Sasuga wa ore no mikonda onna. Im Deutschen hat übrigens Naruto immer den Hang zu sagen, echt jetzt. Immer. Naruto, anta te yappari ikete nai wa ne. Oh. 515, also die Frau bringt uns Geld. Nicht schlecht. Was kommt jetzt? Jetzt bin ich gespannt.